Grüßt euch, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind zurück in Half-Life Alyx. Und wir gehen jetzt gleich in diesen Flur rein und ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wir kommen von da drüben aus dieser Küche. Wir sind gerade im Keller des Hotels Northern Star. Ist da irgendwas? Können wir mal reingucken hier? Nee, das ist zu, ne? Das scheint zu sein. Oh, ich habe mir gerade die Finger am Regal angeschlagen. Das. Ja, weiß ich nicht. Es brummt hier sehr komisch. Also, irgendwas ist hier mit dem Strom nicht in Ordnung. Wir haben auch letztes Mal schon gesehen, dass irgendwelche Blitze rumschießen. Also, ich habe wirklich kein gutes Gefühl hier bei der ganzen Sache. Das Ding ist geladen. Wir haben gut Munition. Na dann, was soll schon passieren? Wir gucken mal darüber. Also, irgendwas. Irgendwas wird hier bestimmt passieren. Ja, vielleicht irgendwo ein kleines Polymer übersehen. Nicht. Gut, dann gehen wir mal hier vorbei. Oh Gott. Oh, er könnte uns heilen. Was ist da los? Ich hab Respekt vor Strom. Blitz mich nicht so an, bitte. Okay, hier können wir uns heilen. Heißt das vielleicht, dass hier irgendwas passiert? So, dass wir Heilung brauchen. Huch. Ah, da müssen wir wieder so ein Ding einsetzen. Das wird bestimmt da drüben. Dann kommen wir da durch. Ja. Was ist das für ein Viech schon wieder? Was war denn das? Eine Stromkopfkrabbe? Die hat so einen blauen Rücken gehabt irgendwie. Scheiße. Mein Gefühl ist noch schlechter geworden, was diesen Raum hier betrifft. Alles ist hier irgendwie voller Strom. Jetzt ist es rausgekommen. Hat sich versteckt. Ja, super. Ach Gott. Blödes Teil. Ich wechsle mal. Überall her kann irgendwas herkommen. Oh, das sieht wieder wahnsinnig geil aus, denn. Sehr cool. Okay. Oh, du fuck! Was zur Hölle ist das? Was war denn das? Hat das überhaupt Schaden bekommen? Alles hier ist mit Strom durchzogen. Uncool. Uncool. Das Ding ist irgendwie. Es wurde getroffen, aber es hat sich in so eine schwarze Wolke verhüllt und ist abgehauen anscheinend. Immerhin geht es zum Polymer. Scheinbar hilft sowas hier nicht gegen alles. Alter. Vielleicht muss er irgendwie die Stromquelle irgendwie entfernen? Vielleicht wird er vom Strom irgendwie beschützt. Das ist ein Schild irgendwie. Mistviech. Oh mein Gott. Ich
laufe sehr ungern hier rum, während das Viech da rumturnt. Boah, die Decke sieht sehr flauschig aus. Oh! Nicht dein Ernst! Der hat auf mich geschossen mit irgendwas. Du Scheißvieh, ich glaub's hackt. Also nee. Also geht's aber nicht. Ach, Scheiße. Ey! Das ist ja wohl nicht wahr. Wo bist du? Kleiner Mistkerl. Alter! Elektrokopfkrabbe, oder was? Also, haust du ab! Oh, oh, oh. Ey, ey, ey. Ach du Scheiße. Das sollte mich vielleicht nicht so hinreißen lassen hier. Tja. Boah. Okay, was kann man da machen? Ich habe das Gefühl, mit dem Ding hier können wir nichts machen. Ich habe, weiß nicht, 3, 4 Schüsse verheizt. Gib mal den Eimer her. Geht nicht. Vielleicht Plastik ist gut gegen Strom. Vielleicht muss er irgendwas anderes auf das Mistding werfen. Guck mal her. Eine Kanne. Ich habe aber auch keine Schwachstelle gesehen. Verrücktes, blödes Mist. Ich glaube, ich kann es einfach erwischen. Es blutet ja. Ja. Ich weiß, dass du da bist. Oh. Gott verdammt. Blödes Vieh. Gut, richtig Angst habe ich nicht mehr. Ah. Okay, vielleicht soll ich mal weniger Rambo-mäßig rangehen an die Sache. Gucken wir mal lieber, ob da irgendwas... Also ich weiß, ich habe es jetzt schon ein paar Mal getroffen. Es ist immer noch sehr munter. Guck mal lieber, ob er hier irgendwie... Was ganz blöd zu gucken, da hinten. Komisches Viech, ey. Oh, das ist ein Blecheimer. Hier. Nimm das, du... Oh, scheiß Viech. Ist das Plastik? Man weiß es nicht. Gefällt ihm jedenfalls nicht. Gut, also er scheint sich immer da hinten, da und hier irgendwie aufzuladen. Scheiße, schon wieder ins Leere. Wo soll das hinführen? Jemand müsste den Strom ausschalten. Das sieht so geil aus, wirklich, dass wie das hier wabert. Erfüllt von Energie. Einfach nur krass. Gut. Da, hock da. Ich sehe dich. Da drauf schießen können. Vielleicht hat das Ding hier... Oh. Vielleicht hat... Freak-Viech. Vielleicht hat das halt irgendwie eine Schwachstelle hier, wo man drauf schießen könnte. Sieht nicht so aus. Vielleicht das irgendwie so einen Stromkasten finden. Also das ist auch nur alles eine Idee, ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass der da hinten sich von Energie speist.
Und wenn die Energie weg ist, vielleicht guckt er dann blöd. Ui, das war knapp. Aha, liebe Leute. Da! Da kriegt er seinen Strom aus der Steckdose. Ganz klar. Der steckt mit seinen Tagepfoten hier irgendwie in der Steckdose drin. Wir müssen nur die Steckdose irgendwie ausschalten. Ist ja wohl kein Problem, oder? Kriegen wir hin? Und dann bricht das ganze Ding zusammen, weil er keinen Strom mehr hat. Was soll mir das schon sagen? Gut, ich kriege einen Schlag hier. Gut, gucken wir da vorne weiter. Du spinnst ja wohl. Verrücktes Viech. Okay, gucken wir mal hier. Oh. Wir uns heilen. Aber es hilft uns mit dem Strom nicht weiter. Ich gehe nur zurück. Achso, das ist der Kollege, der hier Geräusche macht. Ja, echt krass mit der Steckdose. Das Gewächs ist hier im gesamten Raum drin irgendwie. Das ist echt der Hammer. Wo ist das blöde Viech? Gut. Sehr geil gemacht. Vielleicht. Also. Eieiei. Ich muss dieses verdammte Ding finden hier. Ey. Okay, wir suchen nach diesem Ding. Dann kann ich hier irgendwas mit Strom machen. Freakviech. So, ein Kabel geht darüber. Aber das ist nur das Teil hier. Irgendwo einen Sicherungskasten verpasst. Nichts, was mir irgendwas sagen würde. Ja. Gut. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe. Wir gucken weiter hier rein. Hör auf, da rumzuspinnen, du Freak! Was ist das da hinten? Nee. Ach. Okay, gut, ich muss es irgendwo übersehen haben. Und ich habe bestimmt wieder 1000 Polymere übersehen. Wo wir vielleicht aber noch mehr so Steckdosen sehen können. Ich weiß nicht, wer mehr Angst hat hier, ich oder er. Jetzt sollte ich mal hören, wo der Strom so elektrisch klingt. Ui, Alter! Na, was sagst du jetzt? Hä? Ernsthaft? Oh nein, ist er tot. Oh nein! Alex,
There was like a dog-looking lightning thing. Oh, sorry, I missed that. Ach du Scheiße. I killed it and it crapped out this thing. Oh mein Gott, das arme Viech. Es friert. Das sieht ja voll krass aus. Oh mein Gott, das tat. Ich hab mich. Fuck! Ich will ja keinen Schlaf bekommen. Oh mein Gott, ich habe mich gerade echt schlecht gefühlt, weil das Viech so vor mir weggekrochen ist. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Das pochende Herz. Oh Mann, das tut mir voll leid, echt. So bin ich ja nicht. Die armen Viecher, also. Gut. Gib mal her, komm. Keine Ahnung, was jetzt damit. Ach Gott. Was ich damit machen kann, aber ich steck's mal einfach. Keine Ahnung, was passiert. Weil ich glaube, das anstelle. Was? Ich habe ja gesagt, hier Respekt vor Strom. Ich glaube, das anstelle von diesem Ding da einsetzen. Nee. Ach so? Der braucht einfach nur Strom. Das ist es. Der braucht einfach nur Strom. Alles klar. Oh mein Gott. Ich habe 30 Schuss verholzt, ey. Oh, das arme Viech. Das tut mir echt leid. Voll hinterhergelaufen, drauf geschossen, ey. Schrecklich. Okay. Mann. Das ist schon wieder so elektrisch überall. Komm ich da durch? Uah. Faszinierend. Ladescreen. So. Da sind wir. Was ist denn das? Das sieht so unglaublich aus. Unglaublich. Okay. Ich würde mich über Munition freuen. Und ich bin sicher, dass ich bestimmt 20 Polymere liegen lassen habe irgendwo. Oh. Dieser Raum gefällt mir, glaube ich, gar nicht. Will ich wirklich da rein? Bin mir nicht sicher. Oh. Okay, also ich glaube, die rote Scheibe dürfen wir nicht berühren. Ach, ich bin ein Trottel. Das ist Memory. Stimmt, das ist Memory und ich. Und ich hätte mal gucken sollen, wo das ist. Wo was ist. Also grün, rot. Ja, das ist so hoch. Achso, das geht nicht. Doch. Also, müsste vielleicht auf der gleichen Seite sein. Ach so. Das wird rot, wenn. Ach so, das darf nicht die rote Scheibe berühren. Warum habe ich hier noch? Hier? Kann ich sagen, dass ich es ganz kapiert habe? Gut.
Ja. Okay. Fuck. There it is. That elevator will take me up to the substation. Oh mein Gott, will ich dahin? Das ist ja gerade richtig hochgeklappt hier. Wisst ihr nicht, dass ich hier bin? Oh. Winter und Octarina haben gesagt, das Ding da ist nützlich. Oh ja. Da oben bin ich halt irgendwie schon rumgelaufen. Gestern. Kam nur nicht dran. Eine Granate. Mist. Ich konnte mich gerade entscheiden, ob ich lieber ein Magazin haben wollte oder eine Granate. Okay. Ach du Scheiße. Das sieht gefährlich aus, dieses grüne Zeug da. Sehen wir da irgendwas? Ah, da ist ein Zombie. Wo ist er denn hin abgestürzt? Oh Mann. Da werde ich aber nicht. Da werde ich doch nicht rüberlaufen müssen, oder? Nee. Scheiße. Alter. Da gibt es diese VR-Erfahrung. Richie's Plank Experience heißt die. Ich habe die nie gemacht. Aber da steckt man sich oben auf ein Hochhaus. Und da geht so ein Brett raus. Über das Haus hinaus. Über die Straße sozusagen. So ein paar Meter lang. Und da kann man da drauflaufen. Und dann fühlt man sich wie in echt. Als würden 200 Meter Luft unter einem sein. Okay. Oh. Musst du hin. Hey. Oh, Scheiße. Was war denn ist das? Ah! Scheiße, wie ich lebe ja noch. Ah, fuck, ey. Schon wieder so viel Munition verbraucht. Gut, also hier. Diese Kugel sei nützlich. Oh, sie will er behalten, hä? Ja, mir kam dieses Viech suspekt vor, als ich letztes Mal daneben stand, weil mich das so angeguckt hat. Und da dachte ich, nee, da gehe ich lieber nicht so dicht dran, aber ich muss mal gucken. Ich bin ein Ziel. Sehr. Wenn ich das mir auf den Finger jetzt haue. Ah! Drücke die Xen-Granate, um sie scharf zu machen. Das ist eine Xen-Granate. Noch eine? Oh, ei. Oh, der hat die wahrscheinlich im Bauch. Urks, der wirkt die irgendwie hoch. So, jetzt habe ich zwei Xen-Granaten. Ist ja der Hammer, da wachsen Granaten. Dann würde ich sagen, probieren wir mal, was dieses grüne Zeug da unten ist. Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Ah, das ist auch grünes Zeug. Interessant. Es sieht jetzt nicht so feurig aus. Aber wir nehmen das mit. Interessant. Oh. Hier, müssen wir mal gucken, wie das Ding, wie das so ein Teil da hoch wirkt. Da ist er. Sehr geil. Gut, was wir damit machen können, keine Ahnung. Es sah jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich aus. Aber gut. Was soll schon passieren? Sieht sehr haltbar aus, alles. Okay, kein Problem. Das ist geil gemacht. Okay, also ich muss auf jeden Fall da runter, um da rauszukommen. Ich soll mit dem Aufzug da hochfahren. Halte ich für ne. Shit. Ach, ich trottel. Ja, jetzt ist sie weg. Die gute Granate. Ja! Ich bin ein. Wieso?
Oh mein Gott, ich habe aus Versehen die Granate hier reingesteckt und das ausgetauscht. Und das wollte ich jetzt nicht. Komm, scheiße, ist zu weit weg. Na gut, vielleicht komme ich nachher wieder ran. Wie ungeschickt kann man sein, echt. Aber... Ich könnte mal gucken, ob das da vielleicht hilft. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht brauchen wir es noch, aber ich will einfach gucken, was passiert. Gar nichts. Gut, wir sehen es wahrscheinlich von unten besser. Was haben wir da? Also, ach, die Granate, sehr gut. Okay. Wo ist jetzt die gute Xen-Granate? Hab ich die jetzt weggeworfen? Ist sie verloren? Da ist sie. Gut, wir gucken weiter. Ach, nix geht hier. Achso, ist zu. Wir waren ja schon in dem Raum, glaube ich. Wir kommen hier weiter. Das sieht aus wie so eine große Version von so einer Kartusche, die man in diese, also wie ich sie vorhin schon gebraucht hätte. Oh Mann, das ist ja komisch alles hier. Kapseln. Da erlebt man Sachen hier. Oh. Der Xen-Granatenmark. Oh. Her damit. Oder wir gucken mal, ob der hier Xen-Granatenmark. Mist. Das scheint nicht wirklich tödlich zu sein. Vielleicht ist es irgendwie so eine EMP-Granate, die irgendwie einen Strom ausschaltet oder so. Ach. Ja, was sagst du dazu? Gar nichts. Versuchen hier schon einen Überblick zu verschaffen, um zu gucken, was wir da unten, was wir da alles zu rechnen haben und wo vielleicht Polymere rumliegen. Aber ich sehe jetzt gerade nichts mehr. Wir werden jedenfalls das Multitool gebrauchen. Nur autorisiertes Personal. So sehe ich aus. Hör auf! Hörst du auf zu zappeln, du? Fuck! Ah! Falschen Knopf gedrückt. Meine Munition, oh mein Gott. Ja, noch mehr davon, das darf nicht wahr sein. Okay, ich glaube, da ist dann das doch vielleicht besser. Ruhe hier! Lebt er noch? Lebt noch. Scheiße, Munition. Geht flöten wie sonst was. Fuck! Junge, Junge. Mist. So ein blöder Mist. Was kostet hier? Echt langsam aufpassen. Komm schon, irgendwas wird hier da wohl liegen, oder? Irgendwas Nützliches. Oh, Schatz. Aha. Magst du solche Räume? Oh. Hab ich da was gesehen?
Was auch immer das hier sein soll. Man weiß es nicht. Gut, gehen wir weiter. Moment mal, wo geht's überhaupt weiter? Also, da runter. Was? Wer war das? Ist da noch irgendwas unten? Ach. Ne? Three shells left. Oh, blödes Viech. Ja. So viele Schüsse, echt so viele. Gut, ich glaube, das war's. Ich werde hier mal sicherheitshalber speichern. Oh. Nützliches Zeug. Meine habe ich ja verloren vorhin. Wer weiß, was hier sonst so steckt. Das ist ein weiter Raum. Noch so ein Teil. Wir brauchen zwei davon. In diesem Pappkissen ist, glaube ich, auch nie was drin. Und das Ding kümmern wir uns gleich. Aber ich will erstmal gucken, was hier sonst vielleicht noch alles liegen könnte. Die Viecher sind unterwegs. Oh! Was machen wir mit dem da? Der ist stachelig? Nein. Shit, shit, shit. Ich glaube, den kriege ich nicht so einfach, oder? Da fliegt's weg. Oh mein Gott. Moment mal. Ich bin ein Trottel. Okay, okay, okay. Das finde ich nachher wieder, hoffentlich. Also, gut. So was Ärgerliches. So war es gedacht. Sehr gut. Was ist noch irgendwas unterwegs? Was ist für ein Schatten? Ach! Ein Blitzhund. Ein Blitzhund. Ich hab. Ah, Thema EMP? Vielleicht diese Granaten, die wir da gefunden haben, Xen-Granate, würde vielleicht das Ding irgendwie außer Kraft setzen. Oh mein Gott, ich nee. Russell? Nee! Was zur Hölle? Du bleibst doch schon drin, oder? Oh, Alter! Wie krass ist das? Da steckt's. Ich seh den Punkt nicht. Okay, so kommen wir dagegen an. Steckt auf den Kopf. Steckt's am Bein? Ja, ich hab das Gefühl, den haben wir relativ nachhaltig besiegt hier. Den Zombie. An jeder. Fuck! Scheiße, blödes Viech.
Jetzt zipft das da wieder irgendwo rum hier. Noch einer. Oh mein Gott. Wie uncool ist das denn? Oh mein Gott. Ach du Fuck. Scheiße. Du Scheiße. Fuck. Lauf. Ich bin fest. Scheiße. Weg hier. Lauf. Oh mein Gott, ich muss erstmal. Fuck. Ach du Scheiße, das wird ja richtig schaden. Okay, dafür sind die ganzen Spritzen da. Scheiße. Ich bin irgendwas, was hilft. Das hilft auch. Scheiße, wie ich hier. Alter. Ein Elektrozombie. Das ist unsere Erde, nicht die Erde von irgendwelchen Elektrozombies, glaub's hack. Vielleicht hilft die Schrotflinte. Fuck, ey. Ha! Drei so Dinge verheizt, das kann wahr sein. Ach du Scheiße, der hat einen Weg. Jetzt bin ich im Boden versunken. Stop, ich weiß. Der hat einen Weg hergestellt und der leitet damit. Alter, macht das Schaden. Der leitet damit die Blitze zu mir und ich. Wie macht er diesen Weg? Scheiße, und ich bin im Boden versunken und weiß nicht, wie ich wieder rauskommen soll. Und nachher. Kann er über Wasser irgendwie an mich ran? Ist alles nass hier. Oh. Ich habe kein Mitleid mehr mit dir. Nein, der geht jetzt in den nächsten, oder? Scheiße, wo ist er hin? Ja, ich muss mal gucken, dass ich wieder aus dem Boden rauskomme. Okay, ich bin wieder normal groß. Jetzt müsste ich rennen da noch rum. Ich hab kaum noch 70 Schuss, so gut das geht. So, du blödes Viech, jetzt geht's dir an den Kragen. Blödes Mist. Hast du auf! Nein! Fuck! Machst du Mistkerl? Ich glaube, wir müssen den auf Entfernung halten. Oh, ach so! Ah! Ja, der jagt so ein Ding zu mir hin, aber ich habe rechtzeitig Zeit, um da rauszugehen. Das ist nicht so schwer. Das kriegen wir hin. Wo ist er? Kann ich von hinten erwischen vielleicht? Wo ist das Viech? Achso, steckt im Bein. Achso, oh. What happened? New development? It went into a dead guy. No. Yes.
I had to shoot both of them. It was nuts, Russell. It sounds nuts. Oh, it was. Oh, gosh. Da ist noch eine. Komm her. Ja, komm, mach scharf. Mann, das hat mich jetzt viel gekostet hier. Gut, oh, das werden wir bestimmt da vorne bei dieser Vorrichtung hier gebrauchen können. Meine Güte, da erlebst du wieder was. Gut, gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Aufzugstörung. Ah. Ah, ich will aber erst gucken, was hier ist. Bestimmt Granaten oder sowas. Ah, dankeschön. Sehr hilfreich. Ich spiele es gern. Ugh. Krass. Gut, sieht wieder besser aus. Okay, kann man hier irgendwas machen? Theoretisch. Sieht das alles nach Multitool aus, aber es ist irgendwas ganz anderes. Alien-Technik. Keine. Gut, also dann machen wir uns halt mal auf den Weg. Mann, diese Aliens. Ja. Oh shit. Ah. Die wissen doch längst, dass ich hier bin, oder? Ja, aber da weg. Und wer steckt da jetzt drin? Bestimmt so ein Blitzding. Da ist bestimmt jemand drin. Nicht. Okay, ich muss eigentlich wieder mitnehmen hier. Ich will nicht alles brauchen. Oh. Keine drin? Geht nicht, also Sicherheitsvorschriften wahrscheinlich beachten. So. Okay. Moving at 3 miles an hour. Plus, he's a fugitive. He's only got one leg. There's obstacles. No direct path. You know what? I'm not gonna lie to you. He should be back by now. Scheiße, der Typ ist echt keine Hilfe. So I should be worried. Normally, yes. But you're the one headed towards the danger. So I'd say we should be the ones worried about you. Good. Kann man das Ding einfach abstürzen lassen hier? Da geht's runter. Ich glaube, erst mal da rein. Da ist bestimmt noch irgendwo einer, der hier auf mich wartet. Northern Star. Ah ja, doch. Da gehen wir vielleicht auch erstmal runter. Ich glaube, hier gibt's vielleicht Aufmunitionierung. Hilfreiches Zeug. Ist immer gern gesehen. Ja. Hop, hop, hop. Oh. Zwei. Also ich kann es auch drehen. So. Ein bisschen hilfreich ist schon. So sieht es also aus hier. Einfach nur krass. Ja, das Ding wollen wir abstürzen lassen. Klingt wie ein sehr guter Plan. Und so sieht unsere Stadt heutzutage aus. Ein bisschen used. Ah,
Da unten waren wir drunter und haben nach oben gucken können. Und das hatte sich irgendwie zurückgezogen, als wir reingekommen sind. Keine Ahnung. Na gut, gehen wir da mal rein. Was soll schon passieren? Alles kaputt gemacht hier. Ich habe einfach ihre komischen Alien-Bauwerke hier mitten in unsere Häuser reingeworfen. Das ist nicht zu fassen, sowas. Bitte keine Stromzombies mehr. Uff. Wieder was Neues. Achso, nee, das ist auch wieder das mit der Scheibe. Okay, dann gucken wir mal. Also, gelb, gelb, rot, rot, den roten kriegen wir hin. Okay, die andere muss ich jetzt gucken, dass ich mir eh nicht alles merken können. So, Mist, was war jetzt was? Scheiße. 3D ist nicht so einfach. Blau haben wir, glaube ich, gar nicht gehabt. Doch, cool. Also, grün. Gelb. Rosa. Hä? Die Trottel. Was war jetzt was? Jetzt bin ich verwirrt. Grün? War das jetzt grün hier? Ja. Wenn der Fehlversuch irgendwie hat? Also, das ist irgendwann. Oh. Das ist irgendwann nicht mehr geht, weil man so viel falsch gemacht hat. Oh. Hi! Hi! Guck mal, ob wir die Schrotflinte vielleicht ein bisschen aufwerten können. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Polymere. 37. Ach, schon wieder ein Rätselchen. Ah. You've almost got it. Fast. Was jetzt? Ah. Ach so. Ah, so, okay. Jetzt müssen wir das da rüber drehen. Ah, so. Ah, ist ja cool. Sehr cool gemacht. Ich bin begeistert. Gut, gucken wir mal, was die Schrotflinte hier bringen kann. Granatwerfer hatte die, glaube ich, drin. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig nützlich ist. Doppelschuss. Kostet nur extra Schuss. Selbstlader. Ist mir das 30 Polymere wert, dass das Ding dann von alleine sich auflädt? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal nach der anderen. Kugelbehälter. Was genau soll das sein? Fügt einen Behälter hinzu, der 10 zusätzliche Kugeln hält. Dauerfeuer. Hm. Ich weiß nicht. Na komm, machen wir das halt mal. Ohne mir. Wie willst du das noch? Das gibt's doch nicht, Junge. Ja, na gut, dann muss ich nicht mehr so oft nachladen. Oh wow, check it out. My gun just keeps getting better and better. Mein Gun. Technically, I don't think there's a whole lot of your gun left anymore. I'll tell you what, let's put that idea on hold for now. We can chat about my gun when you get back. Du machst mich wahnsinnig. Okay, ja. Also wirklich wichtig hätte ich das jetzt nicht gefunden, aber gut, jetzt habe ich das Ding halt. Auch gut. Gut, liebe Leute. Ich weiß gerade sowieso nicht, wo es weitergeht. Da wohl nicht. Da wohl.
Aber bevor wir weitermachen, ich glaube, ich nehme schon eine ganze Weile auf. Ich glaube, wir hören auf an der Stelle, wo ich kurz gucken. Ich habe ja schon Bock weiterzumachen. Shit. Der kann ja zu so einem Elektro-Dings da gemacht werden. Ach, Mann. Oh, hier wohnt keiner mehr. Ja. Nur kurz zur nächsten Tür rausgucken. Nur kurz gucken. Sieht ein bisschen alt aus. Okay. Gut, liebe Leute, bevor wir hier durch die Häuser rennen und Häuserkampf machen, melde ich mich für heute ab. Hat wieder einen großen Spaß gemacht. Und ich freue mich auf übermorgen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Und ja, macht's gut. Bis dann. Eure Lucida. Tschüss.